Zugverbindungen zwischen Deutschland und Dänemark werden schneller. Durch den Fehmarn-Belt-Tunnel und die zugehörige Schienenanbindung rücken die Länder näher zusammen. Das ambitionierte Projekt Fehmarn-Belt bewegt Menschen. Ökologisch, klimafreundlich und stressfrei. Das Hauptziel der Deutschen Bahn ist es natürlich, eine große europäische Verbindung zu schaffen. Wir verbinden Stockholm mit Palermo, wir verbinden Deutschland mit Dänemark, wir verbinden Lolland mit Ostholstein oder wir verbinden Hamburg mit Kopenhagen. Berufspendler und Reisende werden davon profitieren durch schnellere und kürzere Fahrzeiten. Wer in Hamburg in den Zug einsteigt, wird zukünftig in 2,5 Stunden in Kopenhagen sein. Wer in Lübeck in den Nahverkehr einsteigt, wird zukünftig in 49 Minuten die Insel Fehmarn erreichen. Die Bahnstrecke zwischen Lübeck und Fehmarn wird bis zur Eröffnung des Belt-Tunnels zweigleisig ausgebaut und elektrifiziert. Personen- und auch Güterzüge sind dadurch in Zukunft schnell und umweltfreundlich unterwegs. Werden Warentransporte auf die Schiene verlagert, kann ein Güterzug nach Angaben der Allianz pro Schiene 52 Lkw ersetzen. Ein großes Ziel der Deutschen Bahn ist es, wir wollen umweltverträglicher werden, wir wollen grüner werden und das schaffen wir durch unsere Elektrifizierung der Strecke und durch Einsatz von regenerativen Energien, um diese Züge praktisch umweltfreundlich fahren zu lassen. Der CO2-Ausstoß wird natürlich dramatisch reduziert. Nur mit einer starken Schiene werden Deutschland und Europa ihre Klimaziele erreichen. Und dafür stehen wir mit unserem Projekt ein. Um den verträglichsten Streckenverlauf für die Region zu finden, hat das Land Schleswig-Holstein bis 2014 ein sogenanntes Raumordnungsverfahren durchgeführt. Das Ziel? Lärmquellen bündeln. Deshalb rückt die Bahntrasse nun näher an die Autobahn 1 heran. Insbesondere die Ostseebäder in der Lübecker Bucht haben sich im Verfahren dafür eingesetzt, dass kein Güterverkehr durch die touristisch geprägten Bereiche fährt. Das Ergebnis? 55 Kilometer der insgesamt 88 Kilometer langen Verbindung zwischen Lübeck und Fehmarn werden als Neubaustrecke realisiert. Es ist ein großes Projekt für die Deutsche Bahn, die Verbindung von quasi Lübeck bis oben nach Puttgarden, die wir hier von der Bahn mit betreuen und ausbauen und auch neu bauen teilweise, unter anderem hier an der Fehmarn-Sundbrücke, wo wir dann auch eine zusätzliche Verbindung schaffen. Wo heute die Fehmarn-Sundbrücke die Insel mit dem deutschen Festland verbindet, planen die DB Netz AG und die DEGIS einen Absenktunnel für Schiene und Straße. Die Aufgaben für die DEGIS in diesen Projekten sind sehr vielfältig. Unter anderem zum Beispiel bei der Fehmarn-Belt-Querung stellt die DEGIS die Einhaltung der deutschen Gesetze, Normen, Richtlinien her und stellt da die Verbindung zu den deutschen Behörden her. Im Zuge der Fehmarn-Sund-Querung bauen wir gemeinsam mit der Bahn und in einer partnerschaftlichen Art und Weise gemeinsam diese Fehmarn-Sund-Querung. Wir bauen damit eine sichere Anbindung für die Schiene und Straße zwischen Dänemark und Deutschland aus. Beide Tunnelbauwerke werden mit der B207 straßenseitig verbunden. Im Zuge der Tunnelbaumaßnahmen wird die bestehende Bundesstraße über die Insel Fehmarn und auf dem Festland zu einer vierstreifigen Bundesstraße mit Standstreifen ausgebaut, faktisch ein Neubau. Damit erhöhen wir essentiell die Sicherheit, weil wir natürlich die Stauerscheinung vor allem in den Sommermonaten dadurch verringern und somit Auffahrunfälle vermeiden können. Der Ausbau der B207 von 2 auf 4 Spuren ist ein sehr umfangreiches und komplexes Konzept. Prinzipiell ist ja der DEGIS Nachhaltigkeit sehr wichtig. Das heißt, wir werden unter anderem schauen, dass wir den ausgebauten Asphalt wiederverwenden für den Ausbau der neuen B207. Des Weiteren schauen wir natürlich auf kurze Transportwege in diesen Bereichen. Wir bauen unter dem rollenden Rad, der Verkehr wird jederzeit aufrechterhalten bleiben. Belastungstests haben gezeigt, dass die Sundbrücke den zukünftigen Verkehren auf Dauer nicht gerecht wird. Deshalb wurde dieses Projekt im Projekt 2013 nachträglich in die Planung aufgenommen. Der neue Absenktunnel wird 2 Fahrstreifen pro Richtung für die Straße und eine zweigleisige Bahnstrecke aufnehmen. Wir hatten ja hier den Auftrag, eine neue Verbindung zu schaffen und zu prüfen, welches die beste Lösung ist. Dazu hatten wir 4 Lösungsmöglichkeiten. Das war einmal eine getrennte Brückenlösung, eine gemeinsame Brückenlösung, ein Absenktunnel und auch eine Bohrtunnellösung. Und um dieses überhaupt gegeneinander abwägen zu können, haben wir einen riesigen Variantenvergleich geführt mit ungefähr 230 Kriterien. Da haben wir dann mehr als ein Drittel Umweltkriterien mit bei.
Und haben dann tatsächlich auch als Vorzugslinie den Absenktunnel mit Erhalt der Bestandsbrücke gefunden. Und dies entspricht auch dem Wunsch der Region. Uns ist die Umwelt sehr wichtig, auch was die Nachhaltigkeit natürlich angeht. Also unter anderem ist ja eine unserer nachhaltigsten Maßnahmen, die wir hier treffen werden, der Erhalt der Fehmarnsundbrücke. Das heißt, wir werden die nicht abreißen, wir werden dieses weltberühmte Wahrzeichen einfach sanieren, ertüchtigen, erhalten für Fußgänger, Radfahrer, für den langsamen Verkehr, damit da zukünftig immer nur weitere Generationen diesen grandiosen Blick auf den Fehmarnsund genießen können. Mit der Verbreiterung der Bundesstraße von 2 auf 4 Fahrstreifen werden alle 4 Anschlussstellen von Heiligenhafen auf dem Festland bis nach Puttgarden neu geplant und gebaut. Gleiches gilt für alle Brückenbauwerke unter oder über der rund 20 Kilometer auszubauenden Bundesstraße. Umweltschutz ist ein sehr, sehr großes, zentrales Thema für die DGS gerade in diesem Projekt. Wir haben umfangreiche Lärmmessungen und auch Umweltmessungen oder Umweltuntersuchungen durchgeführt, um weiterhin für den Erhalt dieser Natur hier auf dieser Insel Sorge tragen zu können. Der Fehmarn-Belt-Tunnel ist Nordeuropas größtes Infrastrukturprojekt. Fehmarn AS ist als staatseigene Projektgesellschaft mit Planung, Bau und dem späteren Betrieb des Fehmarn-Belt-Tunnels beauftragt. Mit dem Fehmarn-Belt-Tunnel schließen wir eine Lücke im europäischen Schienenverkehrsnetz. Der Fehmarn-Belt-Tunnel ist aber nicht nur ein wichtiges europäisches Projekt, er ist auch ein wichtiges deutsch-dänisches Projekt, weil mit dem Fehmarn-Belt-Tunnel eine neue Grenzregion hier am Fehmarn-Belt entsteht. In Dänemark gab es das Baurecht für den Fehmarn-Belt-Tunnel per Parlamentsbeschluss schon 2015. In Deutschland gab es im Januar 2019 das Baurecht. Mit dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes im November 2020 wurden alle Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss abgewiesen. Die Vorbereitungen für das Tunnelprojekt laufen bereits seit vielen Jahren. In Rødbyhavn auf der Insel Lolland wurde Dänemarks größte Baustelle vorbereitet. Eine Fläche so groß wie 300 Fußballfelder. In Rødbyhavn entsteht der große Arbeitshafen für das Projekt. Hier entsteht die Tunnel-Elemente-Fabrik, in der die Elemente für den Tunnel gefertigt werden. Denn der Fehmarn-Belt-Tunnel wird nicht gebohrt, sondern als Absenktunnel gebaut. Er besteht aus 89 Elementen, die später in den Fehmarn-Belt abgesenkt werden. Die Arbeiten für den Bau des 18 Kilometer langen Tunnels zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland laufen bereits auf Hochtouren. In Rødbyhavn geht es mit beachtlichem Tempo vor der Küste und an Land voran. Man erkennt auch schon die Konturen der zukünftigen neuen Küste vor Lolland und kann erahnen, wo einmal die Einfahrt in den Tunnel sein wird. Und auch auf deutscher Seite nehmen die Bauarbeiten an Fahrt auf. 2021 haben wir mit weiteren vorbereitenden Arbeiten auf Fehmarn begonnen. Hinter mir werden gerade weitere Kabel und Leitungen verlegt. Im Sommer 2021 erfolgt die Einrichtung der Baustelle. Auch die Arbeiten für den Bau des Arbeitshafens bei Puttgarden sollen noch dieses Jahr beginnen. Denn wie in Dänemark soll der überwiegende Teil des benötigten Materials über den Seeweg geliefert werden. Hier, wo ich stehe, entsteht das Tunnelportal, also die Tunnelzufahrt auf deutscher Seite. Weiter hinten, auf einer Landgewinnungsfläche, entsteht auch ein neuer Strand. Schritt für Schritt werden die Einzeichnungen auf Bauplänen und in Visualisierungen nun Realität. Der weltweit längste kombinierte Tunnel für Straße und Schiene lässt Europa noch enger zusammenwachsen. Wenn der Fehmarn-Belt-Tunnel 2029 eröffnet, wird die Fahrt zwischen Deutschland und Dänemark nur noch 10 Minuten mit dem Auto und 7 Minuten mit der Bahn dauern. Ich freue mich schon sehr auf den Tag, wo ich das erste Mal mit dem Zug durch den Fehmarn-Belt-Tunnel fahren werde. Er wird ein Gamechanger für die Region werden und die regionale Entwicklung fördern und uns alle näher zusammenbringen. Also mit der Schienenanbindung der festen Fehmarn-Belt-Querung lassen wir Europa zusammenwachsen. Gemeinsam für starke Verbindungen. Schnell, sicher, nachhaltig. Gemeinsam für eine starke europäische Region. Schnell, sicher, umweltfreundlich.